Ja, hallo alle zusammen. Ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Herzlich willkommen bei meinem dritten Beitrag bei Vollnormal TV. Es geht um das Thema Wirtschaftswachstum. Der Song, um den es geht, heißt Wachse, Wachse, heilige Wirtschaft. Die Gedanken, wie kam ich zu dem Song? Wenn ich mir Gedanken mache über dieses Wirtschaftswachstum, kommt bei mir zuallererst ganz klar ein unendliches Wachstum in einer begrenzten Welt, dem Planeten, die wir haben, ist einfach unmöglich. Also die ganz logische Folge, wenn wir an dieser Doktrin, an diesem Dogma festhalten, ist irgendwann die Grenze des möglichen Wachstums erreicht. Und das sieht dann in der Praxis so aus, dass es noch 2, 3 Konzerne, vielleicht noch 5 oder 10 auf der Welt gibt, die sich um die absolute Marktherrschaft letztendlich prügeln. Wenn man sich da heute anguckt, die Datenkraken von Nestlé und Co., dann sind wir da gar nicht mehr so weit weg. Monsanto und so weiter. Und wenn wir diese Grenze dieses Wachstums, die wird irgendwann kommen, es geht gar nicht anders, eine ganz logische Konsequenz. Da gibt es 2 Möglichkeiten, wenn man das weiß. Entweder es wird ein absolutes Chaos und Krieg um die letzten Ressourcen, weil jeder nochmal hier richtig die Party, die Sau rauslassen will. Wie bei der Titanic, während alle schön feiern und die Musik läuft, geht es Richtung Abgrund. Oder es schafft mal irgendeine Nation auf dieser Welt anzufangen, einen geplanten Übergang zu schaffen in eine Postwachstumsökonomie, Wirtschaft, wo die Werte anders ausgelegt sind. Was fällt mir noch ein bei dem Thema Wirtschaftswachstum? Es ist sehr auffällig, wie das mantramäßig mein ganzes Leben lang mir immer wieder begegnet. In Zeitungen, in Radiosendungen, in... Es ist so, als ob wir Menschen gar nicht leben könnten, ohne dass wir ein größtmögliches Wirtschaftswachstum haben. Wenn das nicht da ist, dann müssen alle sterben. Merkt ihr noch was? Und das zieht sich durch die Bildung, das zieht sich durch die Wirtschaftsmodelle, die in den Unis gelehrt werden. Und kein Wort über irgendwo über die Entwicklung einer Strategie. Was passiert denn, wenn die Ressourcen zu Ende sind? Wieso liest man da nicht jeden Tag etwas drüber in der Zeitung? Wieso sieht man da nicht jeden Tag etwas drüber im Fernsehen, wie wir anfangen, eine andere Lebensweise zu leben? Ohne die Natur kaputt zu machen, ohne uns selbst kaputt zu machen. Warum nicht? Stattdessen wird mit allen Mitteln, mit Wirtschaftskriegen, mit realen Kriegen versucht, das aktuelle System am Laufen zu halten. Und da, wenn bei mir das Wort Wirtschaftswachstum kommt, kann ich nicht anders, als da gleich mit einzublenden, das Geldsystem, das diesem Wirtschaftssystem, das wir haben, zugrunde liegt, das nun mal so aufgebaut ist, dass es eine völlig verzerrte, aufgeblähte Version des realen Marktes gibt. Es werden, was weiß ich, so viele Milliarden Tonnen Weizen gehandelt, die werden gar nicht angebaut. Es fließt Geld und Summen und Zinsen und Zinseszinsen in Sachen, die noch gar nicht existieren. Das ist total irre, hat überhaupt nichts mehr damit zu tun, was der Mensch eigentlich tagtäglich arbeitet und tut. Dadurch, dass wir ein Schuldgeldsystem haben und das Ganze mit dem Zinseszinseffekt halt einen exponentiellen Faktor drin hat, was einen Druck auf die Märkte erzeugt, dass die wachsen müssen. Das ist der Grund, warum das Wirtschaftswachstum immer wieder gepredigt wird. Weil die Realwirtschaft sowieso nicht mit der ansteigenden Zinses- und Schuldenlast nachkommt. Deswegen müssen wir immer wachsen. Und aufgrund dieses Geldsystems und dieser Wirtschaftswachstumsscheiße haben wir auch diese ungerechte Verteilung aller möglichen Ressourcen und Sachen in dieser Welt. Und was sagen unsere führenden Politiker dazu? Wir sind alternativlos. Aber sind wir das wirklich, alternativlos zu Leid, Chaos, Armut und Krieg? Warum wird
nicht darüber geredet, dass das ganze System des Zusammenlebens, das wir hier auf dem Planeten haben, dieser Wettstreit von Menschen, von Nationen, von Konzernen, uns alle immer mehr an einen Abgrund führt, wo immer jetzt schon immer mehr Bereiche auf dem Planeten für Menschen gar nicht mehr belebbar sind. Warum wird darüber nicht geredet? Warum wird alle 2 Monate eine neue Sau durchs Dorf getrieben und darauf die komplette Aufmerksamkeit gestürzt? Dann ist es irgendein Politskandal, dann ist es eine Heirat von irgendwelchen Königen, dann ist es die Ukraine-Krise, dann ist es der böse Russe. Es wird immer der Fokus auf alles Mögliche gelenkt und die Menschen gegeneinander aufgehetzt. Und das hat System und das ist kein Zufall, Leute. Wenn man sich die allermeisten Probleme anguckt, sei es Ukraine, sei es das, was in der Umwelt scheiße läuft, wie unsere Meere aussehen, wie die Luft aussehen, den ganzen Atommüll, wo kein Mensch weiß, wohin wirklich damit, die sind nicht sicher, weder die Meiler noch die Endlager. Diese Entwicklung von irgendwelchen genverseuchten Nahrungsmitteln, weil unsere Natur das anscheinend angeblich nicht hinkriegen würde, uns so zu ernähren, wie sie einfach ist. Kriege, ein System der Ausbeutung, das aus Krankheiten gemacht wurde. Die Arbeitsverhältnisse, auch hier in Deutschland, wie viele haben denn 2, 3 Jobs, damit sie überhaupt noch rumkommen? Und unter welchen Arbeitsverhältnissen müssen viele Menschen arbeiten? Da hätten noch vor 50 Jahren, wäre das gar nicht möglich gewesen. Auch zu welchen Löhnen? Das Sozialwesen, wie das leidet. Und, liebe Leute von Pegida oder sonst wo, was ihr da so treibt, auch das Flüchtlingsthema basiert, alle diese Dinge basieren auf ein paar Sachen, die zusammenhängen. Das Wirtschaftswachstum als Dogma, was wir haben, dieser Kampf, diese Ausbeutung, die daraus entsteht. Egal wie viel da noch, das letzte bisschen aus den Menschen muss effektiv rausgequetscht werden, aus jeder Ressource. Dieser Gedanke der Gewinnmaximierung und nicht zuletzt das Geldsystem mit seinem exponentiellen Faktor, der dann nun mal halt einfach drin ist. Ich denke mir das doch alles nicht aus. Das sind die Ursachen auch für die Flüchtlingsproblematiken. Und solange sich diese Ursachen nicht ändern, solange wir nicht anfangen, andere Werte hochzuhalten, nach anderen Werten zu leben, nach Werten wie Zufriedenheit, nach Werten wie zufrieden kann ich mein Leben leben, wie viel Liebe, wie viel Achtsamkeit hat man im Leben, wieso sind das nicht die Werte, die wir hochschätzen, wieso schätzen wir es nicht hoch, wie glücklich die Menschen leben, das liegt doch an uns, wie wir das Ganze gestalten. Und damit will ich zum Schluss zu dem Song sagen, ich will das auch, sag das auch, weil ich einfach sehe, dass gerade wir hier als Deutschland, als eine große Industrienation, wirklich die Möglichkeit haben, ein Zeichen zu setzen wie kein anderes Land auf diesem Planeten. Wenn wir uns entscheiden, dass wir nicht darum kämpfen, bis zum Schluss, dass wir die Besten sind im Ausbeuten dieses Planeten. Verdammt nochmal. Was für ein Schwachsinn halten die uns eigentlich ab? Alles ausgerichtet nach dem Bruttoinlandsprodukt. Da könnten wir alle, wenn wir alle Krebs hätten, hätten wir ein Bruttoinlandsprodukt. Das wäre klasse, wir wären mit die Besten in der Welt, Leute. Wie irre ist denn das? Wir haben aber die Chance, gerade wir hier, wenn wir sagen, nee, wir raffen das, es kann nicht ewig so weitergehen, wir haben lang genug Party gemacht, jetzt wollen wir uns wieder vernünftig integrieren in diese Welt, in diesen Planeten, in die Natur, mit anderen Menschen, durch andere Art zu leben, andere Art zu bauen, andere Art Energie zu nutzen, andere Art miteinander umzugehen und andere Art mit sich selbst umzugehen. Und wie wir unser gemeinsames Leben organisieren. Wenn wir das tun würden, wenn wir sagen würden, wir wenden uns ab von dieser Wirtschaftswachstumswahnsinnsscheiße, weil wir halt schlau sind und nicht doof sind, weil wir jetzt nicht auf die Flüchtlinge losgehen oder uns wegen sonst was in die Fresse hauen, sondern wir packen in die Hände und bauen ein anderes Deutschland wirklich auf, das auch die nächsten 1000 und 5000 Jahre auf diesem Planeten noch überleben kann.
Dann könnten wir ein Zeichen setzen in der Welt, das würde Auswirkungen haben, die. Da will ich jetzt gar nicht drüber reden. Denkt nur mal einen Augenblick drüber nach. Und es liegt an uns, auch hier wieder an jedem Einzelnen. Und natürlich auch an den ganzen Menschen, die uns da irgendwo anführen. Hört auf, uns diese Scheiße immer wieder zu erzählen und schaut den Realitäten ins Auge. Die Party ist vorbei. Und wir wollen auch nicht mehr die ganze Zeit nur Party auf Kosten unserer kommenden Generationen. Wir wollen ein vernünftiges Leben, oder ich rede von mir, wo ich zufrieden bin, wo ich glücklich bin, wo ich machen, tun und lassen kann, was ich will in meinem Leben, wo ich gerne auch meinen Teil dazu beiträge, trage, das für die Gemeinschaft was zu tun oder überhaupt zu arbeiten, natürlich, aber doch nicht das, was wir uns hier abhalten. Schwenkt endlich mal um und wendet euch ab von diesem Wachstumswahnsinnsdogma. Es wird höchste Zeit. So, und dazu der Song Wachse, wachse, heilige Wirtschaft. Heilige Wirtschaft, alles nur keine Stagnation. Ist der Mensch erstmal erwacht, ist mit dem Wachstumswahnsinn um. Wachse, wachse, heilige Wirtschaft, alles nur keine Stagnation. Ist der Mensch erstmal erwacht, ist mit dem Wachstumswahnsinn. Wirtschaftswachstum hier und da, höher, schneller, weiter, wunderbar. Wirtschaftswachstum zieht uns aus dem Sumpf, alles im Griff, so sagt man uns. Wohin wachsen wir denn, frage ich mich, was ist das Ziel dabei eigentlich? Eine große Firma, Wally lässt grüßen, willst du das, Mensch? Ach du Scheiße! Wachse, wachse, heilige Wirtschaft, alles nur keine Stagnation. Ist der Mensch erstmal erwacht, ist mit dem Wachstumswahnsinn um. Wachse, wachse, heilige Wirtschaft, alles nur keine Stagnation. Ist der Mensch erstmal erwacht, ist mit dem Wachstumswahnsinn. Das willst du dann doch nicht und überhaupt, das wird eh nie geschehen, das regelt der Markt. Ist es denn nicht längst so weit, das gemeinsame Logo fehlt, das ist die Wirklichkeit. All dein Streben von der Masse abzuheben dient nicht dir, Mensch, lass dir das nicht eingereden. Die Masse ist der Mensch, das ist nichts Schlechtes, wir alle gemeinsam, schon zu lang getrennt jetzt. Wachse, wachse, heilige Wirtschaft, alles nur keine Stagnation. Ist der Mensch erstmal erwacht, ist mit dem Wachstumswahnsinn um. Wachse, wachse, heilige Wirtschaft, alles nur keine Stagnation. Ist der Mensch erstmal erwacht, ist mit dem Wachstumswahnsinn. Wirtschaftswachstum ist keine Lösung, das Hamsterrad nur, sind wir wirklich so dumm? Wächst grad mal nix, so weit sind wir schon, zweifeln wir an uns selbst, macht dem ein Ende nun. Der Mensch ist nicht geboren fürs Wirtschaftswachstum, wir selbst wachsen durch eigene Erfahrung. Nicht immer schmerzfrei, doch so geht's jedem, das verbindet uns. Wir sind nicht so verschieden. Wachse, wachse, heilige Wirtschaft, alles nur keine Stagnation. Ist der Mensch erstmal erwacht, ist mit dem Wachstumswahnsinn um. Wachse, wachse, heilige Wirtschaft, alles nur keine Stagnation. Ist der Mensch erstmal erwacht, ist mit dem Wachstumswahnsinn. Hoffentlich, endlich.
Es wird Zeit, Leute, und wir haben die Möglichkeit, hier in Deutschland was zu schaffen. Aus einer Position heraus, wo es uns noch relativ gut geht. Lasst uns diesem Wachstumswahnsinn, diesem Druck, diesem Wettbewerb endgültig Ade sagen. Und lasst uns hier etwas aufbauen, was es so noch nicht gegeben hat. Warum nicht? Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Beim nächsten Song geht es um eine Dame, die die meisten kennen. Pippi Langstrumpf und der Song heißt Ein bisschen Pippi. Bis dahin, alles Gute und seid lieb.